Sämtliche Produkte, die in diesem Video benutzt werden, Gewürze, Soßen, Öle, Pfannen, sind von der Firma Henslers. Erhältlich unter henslers.shop. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu Henslers schnelle Nummer. Heute zeige ich euch das perfekte pochierte Ei. Wir hatten das schon mal auf diesem Channel, aber auch wir entwickeln uns weiter. Zeige ich euch heute eine geile Variante. Dazu gibt es natürlich auch was, aber der Fokus ist auf dem pochierten Ei. Erstmal geht es so los: Wasser und Essig 1:1 in eine Schale geben. Ganz normaler Branntweinessig. Dann kommen die Eier jetzt hier direkt rein. Anklopfen, aufmachen und hier hinein. So. Und zwar alle vier. Und dann lassen wir sie jetzt circa 20 Minuten. Guck mal, sieht aus wie eine Qualle mit Augen. Circa 20 Minuten lassen wir jetzt die Eier hier in diesem Essigwasser, wie soll man sagen, marinieren, schwimmen, rumhängen, wie immer man es ausdrücken will. Vier Stück. Denaturieren. Denaturieren. Wieder was gelernt. Während die Eier im Essigwasser rumlungern, schneiden wir nicht mehlig, sondern festkochende Kartoffeln sind geschält, so ein kleine Würfel. Dann haben wir hier eine weiße Zwiebel, hinten Schnuffi weg. Auch so ein bisschen blättrig schneiden und dann direkt in der Pfanne anschwitzen. Ich zeige euch das mal. Beides zusammen. Bisschen Bratöl mit Buttergeschmack dazu. So, Pfanne hochziehen. Und dann kommen hier die Kartoffelwürfel dazu mit den Zwiebeln, weil wir machen nämlich ein rahmiges, würziges Kartoffelgemüse zu diesen pochierten Eiern. Dann auch ganz wichtig hier, Speck. Schneiden wir uns mal so ein Stück ab. Hier unten ist noch die Schwarte. Die schmeißen wir einfach mit rein, die lassen wir mitlaufen. Schneiden jetzt hier noch kleine Speckwürfel uns zurecht. So, heute mal mit der groben Kelle hier, du. Komm mal her. Schmeiß die noch dazu und dann gehen wir gleich an die Eier ran. Flocke Butter dazu. Dann würzen wir das Ganze. Könnt ihr machen mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Majoran, Kerbel, was ihr wollt. Ich nehme natürlich ein bisschen Kartoffelgewürz, macht total Sinn. Aber Salz, Pfeffer tut es natürlich auch. So haben wir einfach nur ein bisschen mehr Geschmack. Lassen das kurz anrösten. Das ist die Butter. Und was wir dann machen, mit so einem ganz kleinen Schuss Brühe, gießen wir gleich an. So. Ja. Voilà. Dass die Kartoffel einfach ein bisschen gart. So. Dass wir unten schon so einen kleinen Sud haben. Das lassen wir jetzt einfach so ein bisschen köcheln. Die Kartoffeln garen in der Brühe. Jetzt haben wir hier Wasser, was ein bisschen köchelt. Prise Salz rein. So. Jetzt zeige ich euch mal die Eier. Guck mal, so sehen die aus. Die heißen schon denaturiert. Jetzt nehmen wir mit einer Schaumkelle einfach das Ei raus. Guck mal, das Eiweiß bleibt da dran hängen, läuft nichts durch. Und lassen das jetzt vorsichtig in das Wasser gleiten. Und wir brauchen jetzt hier überhaupt keinen Essig. Zack. Das Gleiche machen wir jetzt mit den ganzen anderen auch. Und dann reduzieren wir die Hitze ganz leicht jetzt hier in den Topf. Zurück zu den Kartoffeln. Brühe ist fast weg. Jetzt gießen wir ein bisschen Sahne an. Halten die Hitze aber hoch. Lassen das jetzt weiter schön köcheln. Die Kartoffel, ich zeige euch das mal. Hier, ob die schon gar ist. Upsala. Anscheinend nicht. Ah doch. Ganz leichten Widerstand noch. Perfekt. Den Rest regelt jetzt die Sahne. Ein bisschen nach. Wir gucken mal rüber zu den Eiern. Die muss man ungefähr so lange pochieren wie normale Eier jetzt. Aber ihr seht, die sind halt richtig schön rund, wie so kleine Eierbonbons wird das. Das wird richtig gut heute. Blatt Petersilie hacken, ordentliche Handvoll dazu. Sieht man hier, Sahne ist fast weg. Jetzt kommt noch einer hinterher, nämlich Creme Fraiche. Jetzt reduziert die Hitze aber richtig. Nur noch auf 1 oder auf 2 stellen. Prise Salz müssen wir trotz Kartoffelgewürz, muss natürlich noch ein bisschen nachsalzen. Und ich würde auch ein bisschen Pfeffer noch ranmachen. So, was wir jetzt machen, jetzt verreiben wir hier oder verrühren wir vielmehr die Creme Fraiche, lassen die langsam schmelzen. Guck mal, auch eine wunderbare Bindung. Wir lassen jetzt einfach das jetzt so ein bisschen ziehen. Wir schauen einmal rüber zu den Eiern. Und da seht ihr, was ich meine. Guck mal, von ganz alleine sehen die aus wie so ein UFO. Das ist noch ein bisschen sehr weich, kleiner Blick noch, dann richten wir an. Aber geil, oder? Guck mal. Mmh.
cremige Kartoffel. Hier, zeige ich euch nochmal. Die Schwarte nimmt man natürlich jetzt raus. So. Guck mal, kleiner geht noch. Jetzt holen wir den Topf mal rüber. Ich hole mal ein Ei einfach raus. Guck mal hier, wie lustig das aussieht, ey. Mega. Ich lege das jetzt hier mal rauf und schneide das mal direkt hier an. Weil wir müssen da ein Foto machen und so. Aber nur für for your eyes only. Schneid's auf. Kaschau. Geil. Also hier noch zwei Ufos drauf. Und das Geile ist halt einfach nur in Essig eingelegt. Und das Entscheidende ist, das werde ich gleich probieren. Man denkt ja, boah, die müssen bestimmt richtig sauer schmecken, weil die in diesem Essigwasser lang. Aber genau der Gegenteil ist der Fall. So, oben drauf noch ein bisschen gehackte Petersilie. Guten Appetit. Prise Salz vielleicht noch drauf. Dann gucken wir mal. Boah, guck mal hier. Fast, ja, dadurch, dass wir jetzt ein Foto gemacht haben, gewartet haben, zieht das natürlich durch, aber cremig, sanft. Komm her. Hier das mal. Das passiert natürlich pochierten Eier, wenn man sie zu lange dann liegen lässt. Ne? Die ziehen natürlich nach. Habt ihr gerade auf dem Brett gesehen, wie das gut war? Oh, Kartoffelzeug ist aber auch lecker, du. Jetzt aber geht es ums Ei, hauptsächlich. Das schmeckt weniger nach Essig, fast gar nicht. Als wenn man normales pochiertes Ei macht. Da muss am meisten ein bisschen Essig rein. Und da ist immer so eine leichte Säurenote. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich denken, ganz hinten, ganz bisschen, kommt so eine leichte Säure durch. Aber sieht natürlich auch geil aus. Und dann dieser wunderbare Kartoffelrahmen dazu. Oh, schönes Gericht. Lecker. Happy Day, hier kommt die Einkaufsliste. I like. Und die Einkaufsliste für das perfekte pochierte Ei. Für zwei Personen braucht ihr 4 Eier, 3 festkochende Kartoffeln, eine weiße Zwiebel, 100 Gramm Speck, einen Esslöffel Butter, halbes Pfund glatte Petersilie, dann 150 Milliliter Sahne, 2 Esslöffel Creme Fraiche, 250 Milliliter Wasser, 250 Milliliter Essig zum Pochieren. Und ich habe das Ganze gewürzt mit Kartoffelgewürz. Das war Henslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter henslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.